So, wir grüßen euch. Es ist heute Dienstag, der 13. Mai. Und eben seit 5 Jahren stellen wir euch Menschen vor, die etwas Eigenes entwickelt haben, die Sechs sogar wunderbar schon. sind. Inzwischen sind es schon 6 Jahre. Die Saka, jetzt in 6 Jahren. Kerwa und Coaching für die Seele. Ich sehe das, was du nicht siehst, und das bist du. Ich bin gespannt auf diesem Interview. Wir verbinden die Menschen hier jetzt über Skype. Das heißt, ist einfach bei uns im Studio zu sein. Und für die, die sich noch nicht auskennen, zeige ich euch kurz, wie man in Chat schreibt, weil es ist immer interaktiv. Also hier seht ihr GTV. Geht einfach, guckt ihn nicht in Livestream oder woanders, sondern GTV/TV. Und hier habt ihr die Möglichkeit, praktisch bei diesem Bleistift hier, könnt ihr klicken, euch einen Namen geben. Ihr braucht kein Login. Und dann Enter und dann schon könnt ihr hier schreiben und auf Save drücken. Okay. Das heißt, ihr könnt auch Fragen stellen, ihr könnt grüßen, so wie einige das schon gemacht haben gerade. Der André grüßt uns und Vijal grüßt uns Caro. und Caro. Hallo Caro. Und wir blenden jetzt die Saka Kerwa jetzt mit ein und dann sind wir alle zu sehen. Wunderbar. Okay. Saka, du bist jetzt zu sehen. Wir grüßen dich. Ja, ich Und grüße euch ganz, ganz herzlich und natürlich grüße ich auch meine Freunde und alle Zuhörer, die heute eingeschaltet haben zu meinem allerersten Vortrag live und online. Und ja, ich bin gespannt, wie das ist und ja. ja, eben, vielleicht einfach auch die Einladung. Es ist nicht das normale Fernsehen, wo irgendetwas zu sehen ist, sondern wir fühlen alles, wir fühlen dich, wir freuen uns, dass du da bist, dass du uns erzählst, was du machst, damit wir der Welt auch zeigen, wie viel Weisheit und Schönheit es gibt, was die normalen Medien nicht zeigen. Und das ist der Sinn auch unserer Sendung. Und deswegen, wenn du möchtest, ein bisschen von dir erzählen und dann, wie gesagt, die Zuschauer oder man kann auch anrufen, hier im Studio ist auch möglich, können danach, während du erzählst oder wir Frage stellen, auch etwas fragen. Es geht ganz einfach um sich kennenlernen und diese neue Dimension der Kommunikation zu nutzen. Und denkt nicht dran, dass ihr jetzt vor einem Computer seid, weil wir sind verbunden, wir fühlen uns, das ist Biologie, ob wir es wissen oder nicht. Wir können mehr als wir glauben. Nicht nur das Internet oder die Handy, sondern unser Bewusstsein ist viel stärker, viel mächtiger als wir glauben. Und deswegen, okay, Saka, magst du etwas vielleicht ein bisschen über dich erzählen? Okay, dann kurze Vorstellung. Mein Name ist Sárka Kerver. Ich komme aus Tschechien und lebe über 10 Jahre in Frankfurt am Main. Und ich habe meine Berufung gefunden als Coach für Persönlichkeit und Potenzialentfaltung. Und ich begleite die Menschen auf deren Weg zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Leben und begleite sie auch auf deren Herzensweg. Ich begleite sie bei der Suche nach eigenem Potenzial, weil wir suchen alle in außen, aber wir haben alles bereits in uns. Und es ist eher diese innere Arbeit, dieser Prozess, den wir jetzt alle durchmachen in der Zeit der Transformation. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt
nicht mehr nach außen schauen, sondern von innen wahrnehmen, dann geht das mit unseren Potenziale. Und das ist eine weibliche, ich nehme das als weibliche Energie an. Und weil von innen zu schauen, ist mehr die Welt der Realität. Also ich befasse mich sehr viel mit dieser Herzensenergie, mit diesem Herzensraum und was wir da alle an Herzensqualitäten haben und auch dieses Potenzial in uns, ja. Und der liegt nicht nach in außen, sondern das Geschenk haben wir schon bereits in uns. Und viele wollen die Türen nach außen aufmachen, aber sie gehen nach innen. Und das ist diese innere Arbeit, die total spannend ist, die sehr bereichernd ist, erlösend. Man fühlt sich freier, authentischer, innerlich reicher und irgendwann strahlt man das dann auch in die Außenwelt. Und dann können auch diese Lebensumstände sich verändern, ja. Weil es ist die Arbeit auf der inneren Haltung zu sich selbst erstmal, bevor ich nach außen gehe. Ja. Viele glauben, dass das schwierig ist. Wie gehst du, wie ist der erste Kontakt mit Leuten, wenn jemand sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich kann oder ich weiß gar nicht, wie ich das von innen schaue, was mein Potenzial ist, was machst du dann? Also ich benutze eine Gesprächstechnik, die heißt Gespräche im Fluss. Das ist entwickelt von einer amerikanischen Psychotherapeutin. Das ist Gesprächstechnik nach 5 Wandlungsphasen. Und ich führe diese Menschen auf mentale Ebene, aus dem Verstand auf diese Herzensebene hinein. Und das ist ganz sanfte Arbeit, wo sie das manchmal auch gar nicht merken. Sie kommen mit bestimmter Blockade auf mentale oder emotionale Ebene und durch diese Gesprächstechnik offenbart sich das, kommt das aus diesem Unbewussten in Bewusstsein hoch. Und diese Lebensenergie, Ki, die wir in uns alle haben, die kommt automatisch in Fluss mehr und mehr. Und es gibt auch Techniken, wo man üben kann, dass man sich mehr und mehr selbst reflektiert, dass man mit sich achtsamer, verständnisvoller umgeht, ja, dass man hinschaut, was macht mir Freude, was habe ich gerne als Kind gemacht, wo blüht mein Herz auf, ja. Und mit diesen kleinen Schritten kann man einfach hinschauen, wo führt mich dieser Weg, ja. Ist das, was ich lebe, tatsächlich mein Leben oder lebe ich das Leben jemanden anderen oder das Leben, was mir Gesellschaft vorschreibt oder wer bin ich tatsächlich? Und ich habe auch verschiedene Formen von Familienaufstellung kennengelernt. Und das ist wunderbare Arbeit, aber ich bin totaler Fan von Hilfe zu Selbsthilfe. Und ich gebe immer Klienten kleine Tipps und Hinweise, wie sie sich selbst dann später im Alltag helfen können, gerade mit dieser inneren Arbeit. Und was ich auch gerne mache, ist Aufstellung von inneren Anteilen, die in uns einfach sind. Die bilden die innere Struktur in uns, die häufig in absolutem Chaos ist oder der innere Kritiker ist einfach zu sehr präsent und oder blockiert bestimmte Flüsse in diesem Team. Und da kann man sich da durch diese Aufstellung einfach anschauen, wo stehen diese Anteile, was habe ich überhaupt für die Anteile, welche sind in Führungsposition, wie bringe ich sie wieder in Balance. Ja, und das ist dieses inneres Spiel. Und schauen immer wieder nach innen, nach sich selbst und nach die Verantwortung auch für sich selbst zu übernehmen. Ja. Das glaube ich, das ist das A und O. Ja. Ich habe deinen Namen falsch ausgesprochen, ist Shaka. Jetzt verstehe ich nicht so richtig. Ich habe deinen Namen falsch ausgesprochen vorhin. Wie spricht man deinen Namen aus? Shaka. Ah doch, Shaka, okay. Gut, ja, jetzt... Ja. Entdeckt man diese Potenziale oder wird man damit geboren? Hat man die Möglichkeit zu entscheiden bei unterschiedlichen? Das heißt, wenn du begleitest, geschieht ein Erkennen Schritt für Schritt? Jetzt habe ich 3 Fragen ja. gestellt. Also wenn man sich heute die Kinder anschaut, die tragen schon bereits ein Potenzial in sich. Und sie machen alles nur mit purer Freude. Sie entfalten sich im Kindergarten mit ihren Gaben und Talenten. Manche singen, manche basteln, manche sind die Forscher.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir schon die Veranlagerungen für eigenes Potenzial in uns schon bereits haben. Und es geht darum, sich das einfach immer mehr bewusst machen. Was ist mein Potenzial und in welchen Bereichen kann ich den schon in kleineren Schritten oder vielleicht sofort in Ausdruck bringen, in welcher Form auch immer. Ja. Wer hat entschieden, dass wir diese Potenziale haben, wenn wir geboren werden? Irgendjemand oder wir selbst? Wie haben sich Potenziale entwickelt, die wir jetzt mitnehmen? Das heißt, wenn ich geboren werde, ist in meine Genetik, in meine Geschichte einfach, es sind schon, irgendetwas zeigt sich schon als Kind, so wie du gesagt hast. Wer hat das entschieden? Ja, ich glaube daran, dass sich die Seele den eigenen Seelenplan aussucht und auch diese Familie, wo auch der Potenzial schon fest verankert ist, ja, dass man auch in diese Struktur reingeboren wird, dass er die Möglichkeit bekommt, einfach dieses Potenzial zu entfalten. Manchmal wird das auch blockiert, weil die Eltern sagen, pass dich an die Gesellschaft an, sei braves Kind, ja, und irgendwann kommt diese, bei mir war das so, irgendwann kam diese Stimme des Herzens und die war immer stärker. Und ich war dann im Außen nach der Suche in verschiedenen spirituellen Richtungen und ich habe gesucht und habe ich nichts gefunden. Ja, das hatte mich total unglücklich gemacht. Und die Stimme im Inneren war immer lauter, die mir gesagt hat, sei erstmal du selbst und lerne dich erstmal richtig kennen. Und dann hat sich das quasi Stück für Stück geöffnet. Ja. Das heißt, die Seele hat entschieden, diese Potenziale in diesem Familienkontext zu erleben. Das heißt, die Familie ist irgendwie eingeweiht. Das heißt, meine Eltern zum Beispiel werden immer bewusst oder unbewusst mich ärgern oder sowas, damit ich diesen Potenzial entwickle. Das heißt, für die Potenzialentwicklung hilft mit Ärger, mit Strafen, mit egal mit was, mit Förderung. Alle Probleme, die es im Familiensystem sind, sind eigentlich Impulse zur Entwicklung der eigenen Potenziale. Was meinst du dazu? Ja, ich kann mir das auch so vorstellen. Also ich konzentriere mich auf die Menschen, wo sie jetzt stehen, ja. Aha. Und ich sehe ihr auch die Familienstrukturen, aus denen sie kommen. Es kommen auch Themen von Ahnenreihen, es kommen auch Themen aus früherer Inkarnation, dass die Seele sich das Potenzial immer wieder mit sich bringt, ja, in verschiedene Bedingungen. Und in einem Leben kann sie das nicht entfalten und in anderem Leben kann sie das ein bisschen mehr entfalten, um im nächsten Leben das wirklich voll entfalten zu können, ja. Und ich sehe das einfach als Prozess, wo wir einfach ausprobieren, wie weit kann ich mein Potenzial in Ausdruck bringen? Wie weit kann ich wirklich ich selbst sein? Passiert das mal in deiner Aufstellung, dass ein Kind aus falscher Liebe doch macht, was die Eltern sagen und das eigene Potenzial unterdrückt? Zum Beispiel ein rebellisches Kind lebt seine Rebellsein nicht und unterrichtet die Eltern nicht in Freiheit, zum Beispiel. Ich habe das bei mir selbst erlebt, ja. Warst du so? Also ich bin groß geworden in einer sehr atheistischen Familie und meine Eltern wollten mit Spiritualität und mit diesen inneren Themen gar nichts zu tun haben. Und ich als Kind, ich war noch in diesem reinen Bewusstsein und ich wusste, es gibt Leben vor dem Leben, nach dem Leben. Ich wusste innerlich, dass jeder trägt im eigenen Herzen ein Licht und wir müssen nur den Lichtschalter einschalten. Und alle haben mich für verrückt gehalten und das war ein schwieriger Weg für mich. Natürlich war ich auch rebellisch, natürlich habe ich auch mich angepasst. Ich war sehr gute Schülerin, dann bin ich zum Studium gegangen und habe ich ganz brav gemacht, was mir Eltern vorgeschrieben haben, bis ich zum Zeitpunkt kam, wo die Stimme meines Herzens so laut war, dass ich nicht anders konnte, als mich einfach zu dem Herzen zu wenden. Ja, egal wie die Familie reagierte in dem Moment,
Aber für mich war das dieser Anfang von diesem Ablöseprozess, von den Prägungen, von den Mustern, was ich mitbekommen habe, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Das heißt, für die Kinder, es ist schon nicht immer einfach, den eigenen Weg zu gehen, weil da sind erstmal alle gegen dich, wenn du sagst, ich möchte meine Lebendigkeit, meinen Auftrag durchsetzen. Ist nicht so einfach für ein Kind. Ne? Und oft schluckt man das. Okay. Aber ich glaube, auch diese Erfahrung hat sich das Kind ausgesucht, dass es in diese innere Kraft kommt und aus dieser inneren Kraft dann endlich rauskommt, aus sich selbst, ja, heraus. Erlebe ich auch so, also meine Erfahrung oder nochmal die Wahrnehmung jetzt, ja, als ich das gehört habe, dass alles, auch wenn wir viele Jahre aus eigener Erfahrung, viele Jahre unser Potenzial, was eigentlich schon sich vielleicht ganz klein und leise gezeigt hat und viele Jahre nicht gelebt wird, dass es dann einfach Momente kommen, wenn es der richtige Moment ist, und es geht gar nicht anders. Es will einfach raus, es will gelebt werden, es will, und es ist dann einfach da, und dann bist du wie so eine Geburtshelferin, oder? Ja, also ich begleite die Menschen zu der Tür, wir machen die gemeinsam auf, aber durchgehen müssen schon die selber. Weil ich finde, es gibt viele Leute, die sich dann an verschiedene Richtungen klammern oder an verschiedenen Gurus und lieben sie, leben lang, sind die treu, und dann vergessen sie wieder dieses eigene Potenzial, was sie haben, und machen sich von anderen Systemen abhängig. Und wir können uns von verschiedenen Richtungen inspirieren lassen, aber wir sollen schon auf unserem eigenen Weg bleiben. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die sagen, Mensch, ich möchte gerne wissen, welches mein Potenzial ist. Und wenn sie es erfahren haben, Dankeschön, dass du mir mein Potenzial gezeigt hast, aber ich mache weiter so. Es ist mir zu viel Veränderung. Ja, in dem Moment, wo sie das erfahren, dann kommt das einfach mehr und mehr in Bewusstsein. Und die Gesetze des Lebens kennen wir alle, und das wird dem Mensch einfach mehr und mehr widerspiegelt im Außen. Aha. Was da in Bewusstsein hochkommt, das wird dann widerspiegelt. Und dann zeigt sich das auch manchmal auch auf körperlicher Ebene, wenn ich dann falsche Richtung gehe und nicht mein Potenzial folge. Viele sagen, ich brauche dazu Mut, ich habe zu viele Ängste, ich muss alles loslassen. Es ist dem nicht so, ja. Manchmal geht das schnell, manchmal geht das langsamer. Jeder geht das in seinem eigenen Tempo, wie er das einfach für ihn verträglich ist, ja. Hast du das schon mal erlebt, dass zum Beispiel ein unterdrückter Potenzial zu einem Körperproblem wird, zum Beispiel ein Bauchproblem, dass der Körper sagt, okay, ich baue dir jetzt eine Krankheit, ein Problem, einen Schmerz als Erinnerung für dieses Potenzial, dass jemand zum Beispiel, der Kontakte vermeidet, etwas an der Haut bekommt, obwohl seine Kompetenz Kontakt ist, dass man Bauchschmerzen kommen oder dass vielleicht Halsprobleme kommen, wenn jemand sein Potenzial des Mitteilen. Hast du Erfahrung gemacht, dass das verweigernde Leben der eigenen Potenziale zu körperlichen Symptomen führt? Sowohl als auch, ja. Aber ich mache das in dem Moment anders, dass wir uns erstmal anschauen, was das den Personen für eine Blockade widerspiegelt. Und erstmal ist wichtig, dass man mit sich selbst in Fluss kommt. Und dass man diese innere Klarheit durch diese innere Anteile, sich immer wieder anzuschauen, einfach in diese innere Klarheit und Gelassenheit kommt. Und wenn man dann, je mehr man entspannter ist, desto mehr traut man sich, auf diesen eigenen Potenzial zuzugehen. Ja. Du sprichst immer von inneren Anteilen, jetzt für Menschen, die da jetzt nicht, kannst du da vielleicht ein Beispiel sagen, was ich da zeigen kann, oder ja, wo das so klarer wird? Also zum Beispiel die Kopfmenschen, die zu mir kommen und mit Herzen oder mit Emotionen
nichts anfangen können oder viel verurteilen nach außen. Sie verurteilen sich selbst oder die anderen. Sie haben sehr präsent diesen inneren Kritiker, der da aus irgendeinem Grund einfach zu sehr in seiner Position steht, in Führungsposition und blockiert andere Anteile. Und den Menschen ist nicht möglich, diese innere Gelassenheit, dieses Verständnis zu entfalten. Und da kann man sich anschauen, einfach andere Anteile. Wo steht der innere Beobachter? Wo steht die Herzensebene? Ja? Was macht der innere Kritiker? Ist er überhaupt zufrieden in seiner Position? Ja? Und häufig passiert bei dieser Aufstellung, dass der innere Kritiker einfach sehr, sehr viele unbefriedigte Bedürfnisse hat und die man dem einfach geben kann oder wünscht sich eine ganz andere Position oder will nur neben dem Beobachter stehen und will gar nicht so viel in Offensive kommen. Ja. Und das heißt, durch das, also erstmal durch das Wahrnehmen der inneren Anteile, durch das Aufstellen, was du tust auch, dann geschieht Erkennen, also man erkennt dann und dann, was ist denn der nächste Schritt? Geht es darum, gibst du Impulse, da jetzt irgendwas zu verändern oder was ist dann der Weg? Also ich verbinde mich, entweder konkret nehme ich wahr, diesen inneren Anteil, oder wenn die Person einfach feinfühlig ist, dann leite ich ihn dazu ein, dass er sich mit den Anteilen, mit dem bestimmten Anteil in Verbindung setzt und spricht mit ihm. Nimmt einfach Kontakt auf. Und dann durch konkrete gestellte Fragen kann man sehr schnell herausfinden, was braucht dieser innere Anteil? Oder wo will er in diesem inneren Team stehen, ja, dass er sich wohler fühlt. Und das, achso, das geschieht dann häufig, alles in dieser Aufstellung sozusagen schon. Ja. Manchmal zeigen sich zwei, drei, manchmal nur eine. Und ich leite auch die Personen dazu ein, dass sie das auch zu Hause weitermachen, dass sie den Kontakt zu den inneren Anteilen einfach aufnehmen und sprechen. Das ist wie ein inneres Dialog, ja, wo man immer nach sich schaut, wer redet jetzt da, wer ist jetzt präsent in mir, ja, was braucht der gerade. Ah, das heißt, es wird dann klarer, dass dann so ein Unterscheidungsvermögen, auch wenn man mit sich alleine ist, dass man gut damit fühlen kann, okay, wer denkt denn da jetzt gerade, also wer spricht denn da jetzt gerade aus mir, ne? Also dass man da ein Feingefühl entwickelt, hey, das ist jetzt aber nicht aus meiner Seele heraus, sondern es ist dieser Kritiker oder der Zweifler oder was auch immer, ne? Also dass man da ein Gefühl für bekommt, das ist jetzt der und der Anteil. Ja. Und weil es geht nicht darum, die wegzumachen oder zu extrem zu verändern, sondern anzunehmen und sagen, okay, ihr seid alle Teil von meiner inneren Struktur und ich spiele mit euch wie im inneren Spiel, so dass sie sich alle wohlfühlen. Ja? Und das ist Prozess, das ist innerer Prozess, das dauert Weile. Ja? Aber es ist sehr effektiv, finde ich. Diese innere Arbeit. Und ich erlebe oft bei den Klienten, sie kommen plötzlich mit innerer Gelassenheit heraus und sagen, weißt du, das Problem noch vor einer Woche ist für mich eigentlich kein Problem mehr. Ich sehe mich und ich konzentriere mich auf mich und das, was außen geschieht, okay, ich lasse es einfach so stehen. Und das ist dieses erste Schritt des Loslassen, dass ich erstmal das akzeptiere, wie es ist. Und mich anfange anzunehmen. Dann hört ein Kämpfen auf. Ja, genau. Ich nehme dich, obwohl ich das Wort ganz, ganz wenig gebrauche, also ganz selten, kam das Wort jetzt so eine Kriegerin, sehe ich, fühle ich in dir. Echt? Ja, so also ich muss zu meinem Vorname was sagen. Die Scharka kommt aus tschechischer Mythologie und sie war eine Kriegerin. Sie hat Frauenkrieg in Prag geführt und hat den Krieg auch gewonnen. Und nach ihr wurde, glaube ich, ein kleines Wäldchen auch in Prag genannt. Ja. Also so sehr präsent. So, also so ein
ganz schöne, so ganz schöne Kraft, also ja. Dankeschön. Oh, dann können wir ein paar Kriege zusammenführen. Ja. Ja, wenn du spürst bei Menschen, also jeder hat ja, ist einfach anders, ne? Ist sie einfach anders angelegt, ist von einer, hat andere Potenziale, andere, ja, Eigenschaften, wie auch immer. Ich denke, dir hat es geholfen, einfach diese Kriegerin, ne? So vorwärts zu gehen und dafür zu gehen, was dir wichtig ist. Und wenn du bei Menschen einfach fühlst, dass das nicht so vorhanden ist, einfach viel Zweifel da ist, viel was auch immer aus Erlebnissen, Erfahrungen, viel immer wieder dieses kein Vertrauen darin. Was kannst du tun als Kriegerin? Wie kannst du die bestärken? Ja, es ist einfach ein Prozess und es gibt Höhen und es gibt Tiefen, ja. Aber je intensiver man sich mit sich selbst beschäftigt, desto klarer und strukturierter wird das, desto mehr bin ich bei mir selbst. Und wenn man sich zutraut, den ersten Schritt zu machen und sieht man, was für Bereicherung und Erleichterung das für einen ist, dann traut man sich auch den zweiten Schritt zu machen, mit Begleitung oder sogar alleine. Ja. Und ich führe auch Meditationen mit den Menschen durch. Jetzt habe ich auch online ein paar Audioaufnahmen aufgestellt, wo sie einfach die Menschen selbst in die Entspannung kommen und sich selbst im Herzen begegnen. Ja. Oder gehen durch diese fünf Wandlungsphasen durch, dass diese Lebensenergie in uns einfach in Fluss kommt, ohne nach Lösung zu suchen im Verstand, sondern einfach geschehen lassen. Weil diese Lebensenergie-Key, sie findet ihren Weg in ihren Kreislauf in uns, ja, und stößt immer wieder auf irgendeine Blockade. Und wenn man das nochmal macht, dann löst sich nach und nach die Blockade wieder aus. Das ist wie in der Shiatsu-Therapie. Ich habe Shiatsu-Ausbildung gemacht, wo man einfach die Meridiane bearbeitet, aber ich lenke die Energie nicht, gehe von da bis da, sondern ich setze nur Impulse. Und sie findet ihren eigenen Weg. Und so ist das auch auf verbaler Ebene oder emotionaler, mentaler Ebene, genauso durch die Kommunikation. Jetzt hast du ein Stichwort gegeben. So, das ist, ne? Also manchmal ist es so, so das Gefühl, okay, wir unterhalten uns jetzt und die Zuschauer sind irgendwie da und fühlen mit. Aber so jetzt so, die so richtig ins Boot zu holen und uns allen was Gutes zu tun, ja, hättest du Lust, einfach so 5 Minuten in so einen schönen Entspannungsraum zu führen, wo jeder sich so ganz fühlen kann und ja, was auch immer da ist. Okay. 5 bis 10 Minuten, so irgendwie wie du es fühlst, was einfach da ist jetzt. Ja? Um das so Weißt du was? Ich klar, mache was gerückt. das ist so, Ja. ich finde, dann Ich erfährt man mache. auch gleich, ne? So, dann ja, kann man das auch Okay. nachvollziehen. Schön. Ich mache was anderes. Ich führe euch alle über diese 5 Wandlungsphasen. Ui. Weil da bekommt man auch viele eigene innere Erkenntnisse. Wo fühlt man sich wohl und wo man die Blockade noch hat, wenn ihr dazu Lust habt. Total gerne. Schön. Ja? Ja. Okay, dann setzt euch bequem hin, schließt deine Augen, entspanne dich, lass deine Gedanken kommen und gehen, lass sie einfach fließen. Atme tief ein und aus. Und entspanne dabei deinen Körper, den Kopf, die Augen, den Stirn, das Gesicht. Dein Kopf ist völlig entspannt. Entspanne deine Schultern,
die Arme, Hände, deine Finger. Deine Arme sind völlig entspannt. Entspanne auch deinen Brustkorb und den Bauch, deinen Rücken. Spüre dein Becken und Unterleib und entspanne die. Entspanne auch deine Beine, die Füße. Jetzt dürfen auch die entspannen. Spüre, wie du da liegst oder sitzt, wie du dich fallen lässt und tragen lässt durch meine Worte. Atme tief ein und aus. Und gehe jetzt in dein Herz. Indem du dies beschließt, geschieht es einfach. Atme ganz tief ein und aus. Ein und aus. Hier darfst du einfach sein, im Hier und Jetzt, so wie du bist. Ich lade dich jetzt ein auf eine innere Reise durch dein Königreich. Der König ist dein Herz. Atme und spüre ihn. Du stehst jetzt vor einem großen, geheimnisvollen Pavillon. Er strahlt seine beruhigende blaue Farbe aus. Und du gehst hinein. Vielleicht schaust du dich um und vielleicht bekommst du Lust, dich einfach in Mitte dieses Raumes hinzusetzen und zu hören. Dieser Pavillon spricht zu dir. Ich bin der Pavillon des Wassers. Höre. Höre einfach zu. Ich repräsentiere die Tiefe deines Seins. Ich bin die Quelle deiner Kraft. Ich verberge deine dir noch unbekannte Schätze. Höre. Höre einfach zu. Hier darfst du einfach sein, meditieren, ruhen, die kraftvolle Quelle in dir einfach genießen. Spüre diese Ruhe und die Tiefe dieses Raumes und höre den Klang der Stille. Du verlässt jetzt langsam diesen Pavillon. Es ist die Zeit, weiterzugehen. Dein Weg führt dich zu einem anderen Pavillon. Dieser Pavillon strahlt wundervolle, kraftvolle Farbe grün. Er lädt dich ein, schon mit seinen frühlingshaften Farbtönen ein. Und du gehst hinein. Dieser Pavillon spricht zu dir. Ich bin der Pavillon des Holzes. Hier darfst du deine Träume und Visionen zum Wachsen bringen. Hier entstehen auch deine Pläne. Ich bin der Ausdruck deiner Kreativität. Sieh einfach. Ich bin die Klarheit in dir, deine Intuition und Instinkt. Hier wächst der Baum deines Seins. Wie sieht dieser Baum aus?
Wie groß ist er? Wie stark ist sein Stamm? Und wie tief gehen seine Wurzeln? Wie hoch und wie breit wächst seine Krone? Wie sehen seine Blätter aus? Wo steht er? Sehe und nimm es alles wahr. Verlasse jetzt auch diesen Pavillon und begebe dich auf den Weg weiter. Du stehst jetzt vor einem großen Pavillon. Dies ist der Pavillon des Feuers. Er strahlt eine Wärme aus und leuchtet in seiner roten Farbe. Du gehst hinein. Du spürst die Wärme und Offenheit. Ich bin der Pavillon des Feuers. Ich bin die Leichtigkeit deines Seins. Hier spürst du, wie du glücklich sein kannst. Hier ist dein Herz offen. Hier ist deine Herzenswärme. Fühle, fühle aus deinem Herzen heraus alle deine Gefühle und Emotionen, die hier zum Ausdruck kommen. Du steigst aus diesem Pavillon aus und folgst du dem Weg. Dieser Weg führt dich zu einem strahlend gelben Pavillon. Er scheint so massiv und stabil zu sein. Du gehst hinein und schaust du dich herum. Ich bin der Pavillon der Erde. Ich nähre dich. Ich sorge für dich. Ich biete dir den stabilen Boden unter den Füßen. Ich sorge für die Fülle. Singe. Singe in voller Zufriedenheit. Hier ist für dich gesorgt. Hier bist du in Sicherheit. Es ist alles bereits da. Hier sind alle deine Bedürfnisse genährt. Wie sehen deine Bedürfnisse aus? Was brauchst du gerade? Wie nimmst du diesen nährenden Boden unter den Füßen wahr? Jetzt verlässt du diesen Ort der Sicherheit und gehst du weiter. Von der erscheint ein Pavillon, der in Licht umgeben ist, in weißem, klarem Licht. Und du gehst hinein. Ich bin der Raum des Metalls. Ich gebe dir Zeit und Raumgefühl. Atme. Nimm dir den Raum zum Atmen, den du gerade brauchst. Hier ist der Raum für Achtsamkeit, Klarheit, Struktur und Grenzen. Spürst du deine Grenzen? Wo sind deine körperlichen Grenzen? Und wie sieht es mit geistigen Grenzen bei dir aus? Wie viel Raum brauchst du? Und wo sind deine Begrenzungen? Hast du welche?
Hier spürst du tiefen Respekt und hier erkennst du auch deine innere Werte. Hier lauschen auch deine Bewertungen. Du bist hier wertvoll und einzigartig in deinem Sein. Atme. Nimm dir den Raum, den du gerade brauchst. Langsam verlässt du auch diesen letzten Pavillon und kehrst du wieder zurück in deine Realität, die du dir erschaffst aus diesem Kreis, in dem sich diese fünf Pavillons befinden. Mit diesem Bewusstsein kommst du zurück in Hier und Jetzt. So, du nimmst jetzt deinen Körper wahr, du bist jetzt da. Du bewegst dich, streckst dich und öffnest langsam deine Augen. Dankeschön. Sehr wohltuend. Und ja, so die Erinnerung, dass wir jederzeit Zugang zu allem haben und dass gleichzeitig alles in uns ist, ne? Also die verschiedenen. Ja. Das macht es so ganz. Ja, fühle mich wie nach so einem schönen Saunatag oder irgendwie so. So. Also bei dieser Meditation kommt vieles in Fluss innerlich. Ja? Man muss das nicht mit Verstand wahrnehmen. Es macht alles rund. Dieser Kreislauf wird quasi angestupst. Ja? Und häufig, ich frage auch den Klienten nach der Meditation, weil da kommt manchmal Thema, in den einen Raum habe ich mich total unwohl gefühlt oder in den anderen Raum konnte ich länger verweilen. Ja? Und das zeigt uns, wo die Blockade ist oder wo man sich diese innere Kraft holen kann, in welchem Raum. Ist das dieser rote Pavillon, wo ich in meinen Gefühlen bin und habe ich Probleme mit Erde, wo ich Gefühl habe, für mich ist gesorgt und für meine Bedürfnisse. Und damit kann man dann auch mehr arbeiten. Ganz schön. Danke, das war jetzt. Ja, gerne auch. Gerne auch von euch, die ihr da seid im Chat. Feedback, wie es euch ergangen ist, wie es euch jetzt geht. Oder wenn ihr auch noch eine Frage an Shaka habt. Total gerne. Und die Meditation bietest du in Gruppen an oder ist das eher so auch so Einzelarbeit? Also ich runde häufig damit diesem Gespräch ab. Ja, wenn ich gerade mit der Gesprächstechnik Gespräche im Fluss arbeite, mache ich es rund mit dieser Meditation. Und diese Meditation steht auch online. Als Audio auf meiner Webseite. Also man kann sie auch regelmäßig anhören. Wenn man Gefühl hat, da kommt bestimmte Blockade und
Man wird wieder in Entspannung kommen und sich wieder bewusst machen, was man in sich alles vorhanden hat. Da kann man einfach diese Meditation machen. Ah, genau, jetzt, genau, das, jetzt weiß ich, was du meinst mit rund machen. Genau, das ist so, ne? Man hat eine Reaktion mit irgendwas oder hat irgendwas erlebt oder es wird was angetickert oder durch irgendwas auch immer fühlt man sich so und so, empfindet so und so und kommt irgendwie nicht weiter, ne? Es stockt und durch diese Meditation ist einfach eine Möglichkeit, dass einfach da, wo es stockt oder auch, wie auch immer, dass das einfach wieder fließt, dass es rund macht, genau, dass es dass weitergeht, das in den Fluss dass es kommt, wieder, ja. Ja. Genau. Ja. Jetzt habe ich jetzt so und das Bild habe ich bekommen. Ja, schöne Möglichkeit. Wunderbar. Und die ist von dir? Hast du das so oder ist das eine bestimmte? Wir haben ähnliche Meditationen gemacht, als ich Shiatsu Ausbildung gemacht habe. Und wir haben uns da mit den fünf Wandlungsphasen befasst. Und ich habe das für mich umgewandelt, so dass das, ja, dass ich damit auch arbeiten kann während des Gesprächs. Ja. Jetzt kam ein bisschen Feedback von Caro. Sehr schöne Reise. Könnte länger für mich gehen. Dankeschön. Okay. Nijal, ich kann schnell alle Farben durchleben. Auch weiß und transparent geben mir Spaß. Sehr schön. Ja, wie gesagt, also diese Meditation kann man sich frei, kostenfrei einfach anhören, immer wieder. Steht auf meiner Homepage und ich empfehle das den Menschen, die gerade viel angespannt sind im Alltag und kommen abends einfach nicht zur Ruhe, sind ständig im Kopf beschäftigt, einfach sich entspannen und es einfach in Fluss bringen und nicht ständig was analysieren, was da in außen geschah, wie habe ich reagiert, wie sollen sie sich verändern, ja, sondern einfach ins Fluss bringen, mit sich selbst, ja. Ja, und dann kann in dem Fluss tauchen Impulse auf oder ist auf einmal genau, die Lösung da oder was auch immer, ne? Wo man genau. vorher so Karussell gefahren ist und doch irgendwie nichts rund wird. Ja, ja, und häufig kommt auch diese innere Stimme, die sagt, aber vielleicht schaust du dir das aus ganz anderen Blickwinkeln, genau. die Situation an. Ja, oder kommt die Herzensstimme und sagt, hey, ich habe da für dich eine Botschaft und was wäre mit deinem Potenzial zum Beispiel? Ja? Aus dieser Stille entstehen viele, viele Sachen, also können entstehen. Ja? Das finde ich total spannend, weil das so individuell ist und einzigartig bei jedem Einzelnen. Das heißt, die Seele entscheidet in dieser Reise, welchen Raum er sich gerade entfalten möchte und erzählt es dir und dann hilfst du diesen Raum zu erweitern. Ich schaue in dem Gespräch in Fluss, was sich da zeigt, aber ich mache dann diese Meditation komplett. Ja, aber dann erzählen die Leute, was sie wahrgenommen haben in diesem Raum zum Beispiel. Ja. Und das hat auch mit deren Potenziale zu tun. Mit der Entscheidung also der manche Seele. Sagen, ja. Bitte. Also manche sagen, ich fühle mich in zum Beispiel im Feuerraum sehr wohl, ja. Und dann sage ich, okay, da steht vielleicht dein Potenzial, deine innere Kraft, dann geh da öfter rein und verweile da längeren Raum. Und auf anderer Seite sagt er, oh, im Wasser, da kann ich überhaupt nichts anfangen, da kann ich nicht mal 5 Minuten aushalten oder keinen Atemzug. Und dann sage ich, okay, erstmal stärke diese innere Kraft und erst dann gehst du dann in den Element, wo du dich geschwächt fühlst oder unwohl fühlst. Stück für Stück, dass man sich einfach in dem Fluss, in dem inneren Fluss stärkt. Ja. Schön. Und ansonsten, du hast gesagt, du bist in Frankfurt, ne? Ja. Ja. Und es besteht auch, ist es gut, einfach zu dir zu kommen oder besteht auch die Möglichkeit, aus der Ferne
dich zu kontaktieren, zu telefonieren oder wie auch immer? Also ich biete Telefongespräche an, sowie Gespräche über Facebook, über Skype. Und wenn jemand direkt aus Raum Frankfurt kommt, da können wir uns auch persönlich treffen. Aber meistens machen das die Leute per Telefon oder Skype, wenn Ah, sie zu okay. weit weg wohnen. Ja. Und das ist für dich als spielt dann keine Rolle, die Entfernungen, klar, das ist einfach, spürst dann Man den spürt Menschen in das, dem also Moment. ich spüre es, ich kann das nicht erklären. Ich spüre das auch per Telefon, was da los ist, weil wenn ich in dem Gespräch bin, in bestimmten Element, ich bin in Präsenz von diesem Element und da entsteht einfach Verbindung, die man nicht so genau beschreiben kann. Ja, da kommt auf energetischer Ebene so ein bisschen was zum Fließen und Empfangen. Ich folge jetzt einfach meinem Impuls. Hast du als Kriegerin, wir begegnen uns ja das erste Mal so, einfach ein Impuls für uns als Paar, was gesagt werden möchte, was auch immer? Für euch. Ich finde euch wunderbar. Ich finde, ihr habt so eine verbindende Art in euch. Ihr verbindet. Und das gefällt mir total. Ja. Ihr trennt nicht, sondern ihr verbindet. Und ich bin auch ähnlichen Teig. Ich sage, es gibt keine Konkurrenz oder der ist besser, der ist schlechter, sondern wir ergänzen uns alle. Ja. Daraus kann richtiges Potenzial dann entstehen. Ja. Und nimmst du was wahr, was uns noch tiefer in unser gemeinsames Fließenpotenzial führen lässt? Nimmst du da was wahr? Jetzt nicht wirklich, nein. Aber ich glaube, ich spüre da irgendwie, ihr wisst das schon, was euer Potenzial ist. Okay. Dankeschön. Wir haben noch 5 Minuten. Ich hätte gerne noch, wenn du ein Potenzial findest und jemand arbeitet zum Beispiel bei der Post und sagt, oh, mein Potenzial kann ich da überhaupt nicht leben. Was sagst du dazu? Es gibt auch andere Bereiche im Leben, wo man das in Ausdruck bringen kann. Also mein Ja, zum Beispiel eine Frau, die Mutter geworden ist, hat ein Potenzial in sich entfaltet oder eine Qualität. Sie ist absoluter Organisationstalent. Ja? Und dann geht sie in den Job, aber hat sie nicht die Qualifikation. Aber sie hat diese Kompetenz aus diesem privaten Bereich als Mutter. Ja? Aber sie lebt das auf dieser private Ebene. Und die Frage ist, wie kann sie das in den Unternehmer dann bringen? Indem sie vielleicht einen Arbeitgeber findet, der sie wirklich so anerkennt und sagt, ja, diese Frau hat wirklich Potenzial in sich, die hat wirklich die Kinder großgezogen, sie ist Organisationstalent, ja, sie kann sehr viel strukturiert und klar denkend in Stress arbeiten, ja, und da kann man das dann einsetzen, ja. Manchmal läuft das auch parallel im privaten und beruflichen Leben und irgendwann macht das zack und integriert sich das in eigenes Leben, ohne dass man überhaupt irgendwie greift, wie ist das passiert, ja. Da kommt irgendwann mal der Impuls, wenn man sagt, okay, ich arbeite bei der Post, aber ich will zum Beispiel als Künstler arbeiten. Es reift und irgendwann kommt der richtige Impuls, wo man sagt, jetzt kann ich das Alte loslassen und mehr Raum dem Neuen geben. Schön. Was sind deine Wünsche für die nächste Zeit?
meine Wünsche sind, dass Menschen mit sich selbst achtsamer werden, dass sie mehr bewusster werden, dass sie endlich die Eigenverantwortung übernehmen und dass sie sich auch erlauben, in diesen Prozess reinzugehen, ohne Wenn und Aber, ohne Ausreden, weil es ist sehr bereichernd und es bringt uns weiter, jeden Einzelnen. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns in diese wahre Größe kommt und das einfach nur ausstrahlt, was man wirklich ist. Diese Authentizität, diese Reinheit, ja. Was hast du davon? Was habe ich davon? Dafür bin ich da auf der Erde. Erfüllung. Okay. Erfüllung natürlich. Ja, schön. Dankeschön, Shaka. Vielen Dank. Schön, dass wir ich danke deine uns. Energie, dein Strahlen, deine Schwingungen spüren durften. Und ja, danke für diesen Geschenk. Ja, danke für deine Natürlichkeit. Ja. Ich sehr schätze. Für diese Möglichkeit, für eure wunderbare verbindliche oder wie sagt man das in Deutsch? Verbundene. Die Art, mit der ihr einfach die Menschen verbindet, das finde ich so großartig. Das ist Qualität bei euch, die einfach mehr wachsen soll, finde ich. Ja, ja. Noch mehr wachsen soll. Schön, schön. Ja. Ist ganz wichtig. Ja. Ja. Schön hast du es gesagt. Kann ich sehr gerne annehmen, ja. Toll. Schön. Wow. Das hat mich jetzt berührt. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Ich danke euch. Okay, wir machen jetzt eine kleine technische Pause und danach werden wir eine spanisch-deutsche Sendung machen, werden zwei wunderbare Wesen mit einem Tanz beginnen. Aha. Und ihr könnt jetzt Tee holen oder was machen, was ihr wollt. In 15 Minuten sind wir wieder da. Wir bauen um. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch ein paar Aufnahmen. Dankeschön, danke, Chaka. Ja. Bis dann. Tschüss. Bis dann und wann. Schön, dass es dich gibt. Ja, danke. Tschüss. So. Ich starte gleich ein paar Videos. Das für die, die schon ausgeruht sind. Moment mal. Oh, wo ist das denn? Und bis in 15 Minuten.